Maria Teresa Vázquez geht es um den Mindestlohn. Für den hat die Spanierin täglich diese staatliche Behörde geputzt. Allein. Sie erhielt dafür die im Reinigungsgewerbe allgemein verbindlichen 9 Euro pro Stunde. Nach Auffassung der Firma, die mit der Reinigung beauftragt war, reichten 3 Stunden am Tag aus. 3 Stunden bekommen. Für das ganze Gebäude. 4 Etagen plus den Eingangsbereich und ab und zu auch mal den Keller. 2-mal im Jahr. Sie sagt, sie hat regelmäßig länger gearbeitet. Ist sie zu langsam? Nun, früher waren andere Firmen für die Reinigung zuständig. Da wurden ihr 3 Stunden für den oberen und 3 Stunden für den unteren Teil bezahlt, also 6 Stunden am Tag. Jetzt zieht die schwerbehinderte Frau, der mittlerweile gekündigt wurde, vor Gericht. Muss ein Arbeitnehmer wegen so etwas klagen? Eigentlich gibt es doch eine Bundesbehörde, die die Einhaltung allgemein verbindlicher Mindestlöhne kontrolliert, nämlich den Zoll mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und die sitzt genau in diesem Gebäude, das Frau Vázquez geputzt hat. Sauber. Wir fragen den Zoll selbst. Wie lange darf die Innenreinigung ihrer Behörde dauern? Schon allein, wenn Frau Vázquez 4 Stunden brauchen würde, sind es am Ende statt 9 Euro ja 6,75 Euro. Das ist weniger als der Mindestlohn. Die Antwort jedoch? Wir haben keinen grundsätzlichen gesetzlichen Auftrag zu prüfen, ob der Umfang eines Arbeitsauftrages zutreffend ist. Auch in Chemnitz spart die öffentliche Hand. Gut so, denkt man eigentlich. Das Klinikum Chemnitz gehört der Stadt. Es hat viele Arbeiten an Servicegesellschaften abgegeben, etwa die Pforte. Dort sitzt Jens Görner. Bei einer 40-Stunden-Woche kam er von Juli bis November auf 1.021 Euro netto im Monat, knapp über der Armutsgrenze. Er erhielt den Mindestlohn Sicherheitsgewerbe, 7,50 Euro. Es ist schwierig. Man hat ja seine Fixkosten halt. Ne? Miete geht ja weg. Wie viel ist das? Das sind 360 Euro. Und das Auto muss ja auch unterhalten werden, sonst ist man ja nicht mobil. Er erkundigt sich im Dezember bei seiner Gewerkschaft. Wie viel Lohn würde ihm zustehen, wenn das Klinikum den Arbeitsvertrag direkt mit ihm geschlossen hätte? 10 Euro und 53 Cent Stundenlohn. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Wir müssen feststellen, dass da kein Haustarifvertrag Anwendung findet, geschweige denn Flächentarifvertrag des Gesundheitswesens. Und wir schätzen, dass in etwa 750 Beschäftigte dadurch im Niedriglohnsektor beschäftigt werden am Klinikum Chemnitz. Das Klinikum Chemnitz bestätigt uns, dass im Dezember etwa 750 Mitarbeiter der Servicegesellschaften zu Löhnen von unter 9,15 Euro pro Stunde beschäftigt sind. Die Reinigungskraft beim Zoll oder der Pförtner beim Klinikum. 2 Beispiele, wie die öffentliche Hand auf Kosten der Beschäftigten spart. Warum diese Rechnung am Ende nicht aufgeht, erklärt der Wirtschaftsexperte. Dadurch, dass die so niedrige Löhne haben, sinken die Rentenansprüche. Bei vielen werden die unter dem Grundsicherungsniveau liegen, aufgrund der Rentenreformen, die wir hatten in der Vergangenheit. Und das wird dazu führen, die haben dann Ansprüche auf aufstockende Leistungen aus dem Grundsicherungssystem. Nur das muss wieder der Steuerzahler bezahlen. Wer künftig eine gesetzliche Rente oberhalb der Grundsicherung bekommen soll, muss deutlich mehr verdienen. Das gibt auch die Bundesregierung zu. Eine Rente oberhalb der Grundsicherung, laut Berechnung des Bundesarbeitsministeriums, ist dafür bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäftigung hinweg ein Stundenlohn von gut 10 Euro erforderlich. 10 Euro. Das ist nicht einmal der Staat bereit, allen zu zahlen, die für ihn arbeiten. Jetzt will die Koalition mehr niedrige Renten aus Steuermitteln aufstocken, sogar über die Grundsicherung hinaus. Da könnte zum Beispiel Jens Görner dabei sein. Ihm sagt die Rentenversicherung eine Bruttorente von gerade mal 752 Euro voraus. Und Frau Vázquez? Ihr blieb ein Minijob in dieser Arztpraxis. Falls sie es schafft, weiter so zu verdienen wie in den letzten 5 Jahren, werden es magere 696 Euro. Übrigens, bei ihrer Klage gegenüber der Reinigungsfirma hatte sie keinen Erfolg.
Sie scheiterte unter anderem daran, ihre Arbeitszeiten nachzuweisen. Wie sollte sie auch? Es gab keine Stechuhr. Schlimm, dreckig. Wie ein Stück Dreck behalten, wie ein Sklave. Da darf man nicht denken.